Liebe Pirnaerinnen und Pirnaer, das Leben in unserer Gesellschaft ist ein anderes geworden. Unsere Straßen und Gassen sind leergefegt. So ungewohnt und bitter diese Situation für uns ist, sie ist im Moment unausweichlich. Ich bitte Sie, halten Sie sich alle an die Regeln des Kontaktverbotes. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz für alle diejenigen, die als Risikogruppe gelten. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern arbeiten wir daran, für unsere Unternehmen, den Einzelhandel oder auch für die Kulturschaffenden eine Hilfsplattform zu entwickeln. Ich kann Ihnen als Oberbürgermeister dieser Stadt versichern, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit auch nach der Krise Pirna wieder zum Leben erwacht. Auch wenn die Rathaustür aktuell nur für Notfälle geöffnet ist, sind wir weiterhin für Sie da. Mein Dank gilt all denen, die im Beruf oder im Ehrenamt in diesen schweren Stunden für unsere Gesellschaft da sind. Bleiben Sie alle gesund, achten Sie auf sich und auf Ihre engsten Familienangehörigen. Wir stehen diese Zeit gemeinsam durch.